Der Schüler Fritz, der wollte gern ein Werkzeugmacher sein. Die Blechfabrik sucht Lehrlinge, sie stellen den Fritz auch ein. Er ist jetzt bald 2 Jahre da, ihr werdet's nicht glauben wollen. Er darf im 2. Lehrjahr schon für alle Brotzeit holen. Brotzeit holen ist nicht Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten, Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Der Meister meint, ich helfe dir schon, aus dir soll mal was werden. Drum bleibst du heut um 5 da und tust die Werkstatt kehren. Und wenn dir das nicht passt, mein Freund, beklag dich doch beim Chef. Da kriegst du einen Tritt in Arsch und den Entlassungsbrief. Herrschen treten ist nicht Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Der Lehrling Willi wäre gern Elektrotechniker. Bloß im Berufsschulunterricht gefällt's ihm gar nicht sehr. Statt Wissenschaft und Technik, 4 Stunden Religion. Der Pfarrer singt, das Himmelreich ist euer schönster Lohn. Himmelreich ist nicht die Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Weil wir gerade bei den Löhnen sind, der Lehrling Heinrich klagt, dass er so wenig bieten kriegt, wo er sich doch so plagt. Sein Gott sagt, du begreifst es noch, du musst bloß meditieren. Du darfst am Feierabend doch mein Pudel ganz ihn führen. Ganz ihn führen ist nicht Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Da war erst jüngst ein schönes Fest beim Siemens Großkonzern. Die Lehrlinge, die sollten da hübsch freigesprochen werden. Mit Streichquartett und Blumentopf und einer Festansprach. Da waren so viele Lügen drin und zwar ganz schlecht danach. Festansprache ist die Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Die Lehrlinge, die hätten sich auch noch bedanken sollen. Sie haben gesagt, wir tun es nicht, weil wir es nicht tun wollen. Und einer ist ans Mikrofon, da war es gut zu hören. Wir wollen uns nicht bedanken, nein, wir wollen uns beschweren. Danke sagen ist nicht Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren. Die Herren sind, wenn wir es wollen, wie Altpapier im Wind. Es lebe die Aktionseinheit, sie zeigt, wie stark wir sind. Wir wollen nicht mehr Knechte sein, wir bieten jetzt die Stirn. Und wisst ihr, was bei Lenin steht, das müsst ihr mal studieren. Knechtsein ist nicht unsere Sache, also protestieren. Lehrlinge zusammenhalten und organisieren.